Helena ist auch nicht unbeteiligt an der Glorifizierung des Kriegers als ihres Retters. Zumindest bietet sie ihm keinen Einhalt, bietet ihm nicht die Desillusionierung an, die die Realität wiederherstellen würde. Und Carson fragt auch zynisch provokativ danach, ob ein Sterben mit einem Speer in der Milz nicht als ein schöner Tod empfunden werden könne. Der Chor, also der zeitgenössische wahre Kommentar zu dem Phänomen Monroe, stammt demnach nicht von ihrem Ex-Ehemann Arthur Miller, sondern von ihrem homosexuellen Freund Truman Capote. Denn er verfügt über die Gabe, sich mit dem Objekt seiner Darstellung nicht bloß solidarisieren, sondern auch identifizieren zu können. Was aber die Dinge nochmals verkompliziert. Monroe wird aber nun von Capote ganz ernsthaft und zu Recht mit Persephone verglichen. Diese Göttin wurde von ihrem Vater Zeus beschlafen und dann von Hades in die Unterwelt entführt. Sie war demnach das Opfer eines Inzests und zugleich wurde sie danach depressiv und so in die Welt der Dunkelheit der Totenwelt gewaltsam gebracht, wogegen ihr Vater Zeus natürlich nichts unternahm. Capotes Freund Stevie Smith habe ein Gedicht namens Persephone geschrieben, das hat er tatsächlich, das auf Monroe genau zuträfe. Hier geht es um den männlichen Raub der Persephone, also von Hades, der sie raubt und in die Unterwelt entführt. Und die Pointe bei Stevie Smith besteht vor allem darin, dass das Persephone von der mütterlichen Welt abtrennt. Also diese gewaltsame väterliche Dominanz trennt sie vom mütterlichen Universum. Und darin mag nicht zuletzt auch ein Grund für die Depression bestehen. Zitat: My mother, my darling mother, I love you more than other, heißt es in dem Gedicht. Die warmen, herzlichen Sonnenfelder der Mutterwelt werden getauscht gegen die düsteren, dunklen Winterfelder von Hades. Persephone ist die Göttin der Jahreszeiten, das heißt in diesem Kontext eine Allegorie für schroffe Wechsel und hinabgerissen in die Eiseskälte der Totenwelt. Carson fragt sich dann, ob es nicht immer so anfängt und ob dieser Mythos nicht der typische eines gefallenen Mädchens sei. Bei Monroe ist in ihrer fiktiven Autobiografie die Beschreibung von einem sexuellen Missbrauch durch einen Mitbewohner ihrer Tante, der heißt da Mr. Kimmel, präsent aufgeschrieben worden. Diese Autobiografie stammt allerdings nicht von Marilyn Monroe, sondern von Ben Hecht und ist auch eine Hollywood-Fiktion. Aber darin taucht eben dieses Motiv eines sexuellen Missbrauchs durch einen Erwachsenen auf. Der in der Monroe-Biografie eine doch zentrale Rolle spielt. Und Carson erkennt dieses Motiv vollkommen klar an und schreibt: She's maybe 12 or 13. Rape. It's the story of Helen, Persephone, Norma Jean, Troy. War is a context and God is a boy. Das Problem ist demnach nicht singulär, es ist generisch und tief in der Kulturgeschichte verankert. Es geht um das Wort, das griechische Wort taucht jetzt hier wieder auf, to take. Und seine Tradition, die sexuell konnotiert, immer die gewaltsame Einnahme des anderen, die Vergewaltigung der Mädchen ausdrückt. Das Konzept des Nehmens geht von der Vergewaltigung aus über in die Landnahme, das Plündern im Krieg. Es ist ein und dieselbe Bewegung nach Carson vom frühen Blut der Mädchen zu dem späten Blut der Städte bis hin zur Zerstörung der Welt. Und dasselbige hatte statt in Troja. Denn nach 10 Jahren Belagerung wacht Achille auf und nimmt die Stadt ein. Dann lautet die Parole: Töte alle Männer, vergewaltige alle Frauen. Und der Kriegspreis, der Kriegsgrund ist Helena alias Norma Jean Baker. Wer sonst? Norma Jean strickt und Helena webt an einem riesigen Wandteppich, welcher den ganzen Krieg, der vor ihrem Fenster tobte, darstellen soll. Sie hat einen roten Faden. Später wird Carson eine enge Wortverwandtschaft aufzeigen, die es im Altgriechischen gibt zwischen den Stellen, an denen man einen Krieger am besten töten kann, nämlich am Hals, an der Leiste und an der Stirn, dort wo sein Helm aufhört, und einem technischen Begriff aus der Webkunst. Konklusion im Theaterstück: Helena webt also ihren Faden aus lebenden Schädeln.